Ja. GTA 6 kommt bisher schon fast fertig. Also ich verstehe nicht, wie man so sein kann. Ich hatte bis jetzt gerade noch gute Laune. Du kleiner 31er. Jo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips über Instagram, Links in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video, gehen wir rein ins Intro. Kuss, Kuss, Kuss. Deutsch. Willst du heute Abend DBD mit Trimax, Mickey und Reaper spielen? Wer fragt das und was ist DBD? Let's go. Musste vielleicht manchmal, bevor ich schlafen gegangen bin, eine halbe Stunde halt warten, bis ich ins Bett konnte, weil was übel korrekt war von meinem Zimmerkameraden, war, dass er mit jemand anderem quasi den Zustand der Matratze an dem Abend gecheckt hat. Und danach hieß es, Zustand ist gut. Also da sind wir wirklich übers Ziel hinausgeschossen im Urlaub. Ja, Mann, das ist männlich. So geht man als echter Mann einkaufen. Saufen, saufen, wir saufen, 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 wir saufen, saufen, saufen. Alter, Armin Laschet ist wirklich, der wird immer weirder. Wir saufen, saufen, saufen. Ja, das ist unser nächster Bundeskanzler. Wir saufen, saufen, saufen. Ah, Armin Laschet, lass es. Wir saufen, saufen, saufen. How did he get away with this? Ich soll das Eis gegangen. What the fuck? Alter, wie geil. Aus den ganzen Filmen? Ja. Sagst du Filme oder Film? Film. Ist ein Film. Ist ein Film, ne? Wer sagt denn Film, Alter? What the fuck? Ja, Film sagt man nicht. Du machst das ein Film. Dein Hals sehr schön. Wie flext man mit dem Hals? Einmal Gratulation auf Englisch, Digga. Das ist wirklich... Warte. Achtung. Congratulations. Sehr gut. Einfach Trimax. Leute, das ist mein erster Tag in Frankfurt. So geil, ey, einfach. Hallo. Ey, brauchst du 10er? 10? Nein, danke schön. So dumm, der hat mich gerade gefragt, ob ich 10 Euro will. Warum will ich 10 Euro? Ich hab doch selber. Oder 10er? Ja, genau. Komm, lass mal. 1, 2. Och man, Dicker, nee, Dicker, nee, Dicker, nee. Das ist ein weltweiter Rekord eigentlich hier, ne? Alle Shots sind natürlich 100% real. Habt ihr ja gesehen? Da haben wir zusammen gedreht. Oha, woher kommt denn der Oberarm? Ja, okay. Da sind jetzt 4 cm mehr Umfang drauf. Aber den kriegt man nicht nur vom Sport. Da hat er wohl gewichst. Ach, red doch nicht so ein Zeug. Auch der Unterarm. Eieiei. Muss kurz. Oh Gott, ich glaube, ich musste gerade kotzen. Okay, Simon, geht's dir gut soweit? Sonst. Oh mein Gott. Ich glaube. Kennt ihr das Gefühl, kurz bevor man kotzen muss, dass der Magen sich umdreht? Nein. Das haben nur Veganer. Hier siehst du, genau das ist mein Bungalow. Genau, Alter, das ist er. Mit Außenkackhaus, ne? Man scheißt draußen. Ich werde draußen kacken. Oh, Baby. Ich werde morgens aufstehen, mir erstmal eine Gauloir, Feuer und dann werde ich erstmal auf dem Kackstuhl sitzen, ey. Das ist David. Da will Frau mit mir. Alter, die Vorstellung. Ich glaube, wenn ich ein Ranking machen müsste, welchem Streamer ich am wenigsten gerne beim Sex zuschauen würde. Ich kann euch nicht sagen, auf welchem Knatz Knossi wäre. Also, ich glaube, auf Platz 1, dem ich am wenigsten zugucken würde, wäre Knossi. Ich weiß nicht wieso, diese Zunge und die Echsenaugen. Unge würde ich echt ungern zuschauen. Ich würde Tanzerboot irgendwie unglaublich gerne beim Sex zuschauen. Tanzerboot würde ich richtig gerne beim Sex zugucken. Ich will einfach gucken, wie Tanzerboot Sex hat. Und Papa Platte ist ganz, ganz schlimm.
Papa Platte ist richtig schlimm. Papa Platte will ich niemals beim Sex sehen. Ich will mir nicht mal vorstellen, dass Papa Platte Sex hat. Wenn ich daran denke, dass Papa Platte seinen komischen, echsenartigen Penis in irgendeine Frau reinhängt, und ich rede hier von hängen, weil er geisteskranke Erektionsprobleme hat, dann wird mir schwindelig und übel und ich muss einen Handstand machen, um die Kotze drin zu behalten, Alter. Holy shit. Liegen. Da machen wir Liebe. Das Ding wackelt aber, wie eine Hollywood-Schaukel. Egal, sagt sie. Den Schwung nehmen wir mit. Assalamualaikum, ich bin hier mit... Und wir essen hier einen Adana-Teller. Das ist so ein, für die das nicht kennen, so ein richtig langes, fleischiges... Ah, das ist die Schule von Max. Von Jurassic Park. Ey, sorry, darf ich mitspielen? Fuck, Alter, Oleg! Alter, schon wieder das verfickte Spiel, Alter! Wir hatten die Kästchen auf Hals drauf gemalt! Bro. Alter, fuck, ruf bitte nicht die Bulle. Nicht die Mutter, Alter! Das ist ja noch schlimmer! How are you feeling? Excuse me? Can I speak English? You? Me? No English. No program. Every time happy. Okay. I have a pen. I have a oi. Hey, a pope. Oh my God. Thank you. Go. Irgendwie erinnert mich das an Pietro Lombardi. Ich weiß nicht warum. Go home. I go home. Hallo. Wollt ihr einen Duftbaum? Einen Duftbaum? Ja. Nein. Okay, weil ich hab ein paar und die verschenke ich netten Menschen. So einen nehmen wir schon. Okay, warte. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienst. Danke. Tschüss. Alter, wie nice. Sido? Du bist doch Sido. Ich glaube nicht, dass Sido in der Straße macht. Ich habe diese Bilder im Kopf. No? But you look like Zido, you know Zido? I've been told this before. Am amerikanischen Controllerfirma bisschen hin und her geschrieben. Ihr wisst ja, der liebe Carsten aka Elotrix, der aller echte Kartoffelsack, kann nicht so gut Englisch. Ja. Und als ich da ein paar Sachen nicht wusste, ja, einfach eine sehr gute Freundin gefragt, die sehr gut Englisch kann. Mhm. Die hat mir einen kleinen Text aufgesetzt, den habe ich den der Firma rübergeschickt per E-Mail. Mhm. Das waren ganze 2 Minuten Arbeit. Ich nehme das Handy, spreche ihr ein, was sie mir schreiben soll. Sie tippt es für mich. Zack, schickt mir das rüber, den Alter, Text. Ich schicke den ab per E-Mail. Sie kriegt ein stabiles Schwanzbild dafür. Bro? Als Dank. Bro? Ich und sie. I'm going to the toilet. Some kind of situation. The water often splashes on our skin. Very unhygienic. Ja, so I invented this human POO separation assisted toilet. The design is very human. Okay. We sit on it and activate the switch. Adjust the right height. So that the water will not splash on our skin. Alter. Das muss übertrieben nice sein, da zu kacken. No joke. Also klar, es ist wirklich... Also, wenn man jetzt, sag ich mal, das Fenster aufhört, es kommt so ein Windstoß und man scheißt und dann fliegt die Scheiße einfach gegen die Wand, das ist echt wack. Also wirklich sehr, sehr beschissen. Aber die Idee dahinter ist fucking genius, my man. Ich habe noch nie was Besseres gesehen, ich kaufe mir das sofort. Very easy to use. Was macht man, wenn man Durchfall hat? Dann spritzt es ja überall. Ach. Hä? Ist das Jeff Bezos? Ist das Jeff Bezos im Weltall schon? Ich betäube meine Sinne. Kämpfe noch mit dir gegen mein Wille.
Okay, lass mal Discord rübergehen zu den Jungs, okay? Okay? Dann können wir es nur mit denen besprechen. Okay? Hi. Max, okay? Max? Okay. Wie perfekt es reinpasst. Bro? Perfekt. Maxify? Ah. Es passt perfekt. Einfach eine Porn-Reaction on stream, chillig, Mann. Ah, ja. Stellt euch einmal mal vor, was das für ein Plot-Twist wäre, wenn Danny einen riesen Kopf hätte. Also stellt euch mal vor, es kommt ein Video raus, also so ein geleaktes Nacktbild oder ein geleaktes Video oder so, wo Danny einfach so der Monster-Cock am Start hat. Dieser Mann hat die CDU zerstört. Ich mach gar nicht. Wär krass. Hey! 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 I would die for you. Oh. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flocken. Warum reden Riese so viel über Cox? Ja. Ich behaupten, wieder schauen und reingehauen. Chilliges Video, Mann. Absolut chillig, Mann. Also wirklich absolut, also wirklich komplett chillig. Also das ist ja wirklich ein absolut chilliges Video gewesen. Also wirklich